bei uns ein Kalb Durchfall hat oder beginnenden Durchfall hat, dann starten wir bei der nächsten regulären Fütterung mit dem Einmischen von Diastop, je nach Stärkegrad des Durchfalls 1 bis 2 Löffel. Und das machen wir bei jeder normalen Tränke. Das Pulver lässt sich einfach mit einem Schwingbesen einrühren, löst sich gut auf und die Kälber haben es bei uns noch immer gut getrunken. Also das war nie ein Problem, dass sie das nicht akzeptiert haben. Vor ein paar Jahren hatte ich sehr wenig Probleme und letzten Herbst, im Herbst 2016, kam plötzlich im November wirklich eine Katastrophe. Durchfall, durch das nachher Lungenprobleme und da ist mir Diastop empfohlen worden. Ich habe es versucht und habe festgestellt, dass das wirklich, dass das sehr gut ist. Jetzt brauche ich habe auch noch etwas geändert. Ich habe noch die Milch angesäuert, habe das parallel gemacht. Heute bekommen die Kälber nach 2 bis 3 Tagen Kuhmilch angesäuert und Diastop präventiv. Gebe ich systematisch bis zu 5, 6, 7 Tage, aber systematisch. Der große Vorteil von Diastop, nach meiner Erfahrung, ist, die Kälber sind vitaler, die Kälber haben mehr Appetit. Sie sind gesünder. Behandelt und bei Durchfall habe ich das Globigen Diastop eingesetzt in den letzten Jahren und habe guten Erfolg gehabt mit dem. Und zum Teil setzen wir es auch prophylaktisch ein. Und ja, der Erfolg ist in kurzer Zeit, sieht man es. 2, 3 Tage sind sie wieder gesund, kurz und bündig gesagt, funktioniert dieses Produkt sehr gut. Ich bin Thorsten Fengels, bewirtschafte einen Milchviehbetrieb am Niederrhein. Wir haben 330 Kühe mit Nachzucht und habe dann irgendwo ein einfaches Mittel gesucht oder einen einfachen Weg, meine Kälber gut, effektiv und günstig aufzuziehen. Bin dann relativ zügig auf das Globigen Diastop gekommen, weil es für mich einfach ein dokumentationsfreies Mittel ist, was ich einsetzen kann, ohne irgendwo mit dem Tierarzt groß darüber zu sprechen, weil ich es einfach füttern kann. Vom Einsatz her machen wir es so, dass wir in der Biestmilchphase ab dem 3. Tag einfach 25 Gramm pro Mahlzeit schon mal präventiv einsetzen. Für die Umstellungsphase aufs Milchpulver. Ungefähr am 5. bis 6. Lebenstag, um es mal platt zu formulieren, wenn der Köttel gut aussieht, setzen wir das Produkt wieder ab, dann ist die Umstellungsphase auf das Milchpulver dann erfolgreich abgeschlossen.